Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei der blattgrünen Edition. Wir haben die Top 4 besiegt, und um Champion zu werden, fehlt uns allerdings noch ein Gegner. Ein uns schon bekannter Gegner, es ist natürlich Gary. Hi! Auf diesen Moment warte ich schon lange, Oliver. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokéliga. Oliver, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Ach, Gary. Gary, alter Kollege, alter Ganove. Meinst du wirklich, dass du Chance gegen unser Team hast, nur weil du von den Leveln ein bisschen besser bist als wir? Ich wage es ja ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Wir fangen erstmal ganz geruhsam an mit einem kleinen Donnerblitz. Da kommt heute mal das Vögelchen nicht auf den Grill, sondern auf den Elektrogrill, wie man hier sehen kann. Und das funktioniert wunderbar. Da ist die erste Top-Genesung schon aus dem Spiel. Vielleicht kommt gleich noch die zweite zum Einsatz. Vielleicht reicht denn zweiter Donnerblitz aber auch schon. Ja, war irgendwie klar, dass er nicht reichen würde. Aber das soll keine Rolle spielen. Pokémon Nummer 1 wurde besiegt. Wen haben wir als nächstes? Rizeros, natürlich, kleines Rizeros. Snaggy, du bist dran. Du bist ein bisschen zu kurz gekommen hier in der Pokéliga, genauso wie Lindequeen. Deswegen ist es an der Zeit, dass du tust, was du tun möchtest, nämlich dieses Rizeros hier zersägen. Ich hoffe, mit der Vierfachschwäche reicht es. Ja, mit Volltreffer auf jeden Fall. Mach's gut, Rizeros. Nummer 2 erledigt. Und Snaggy 52. Der Simsala kommt als drittes. Für Simsala würde ich auf Krötibert umschwenken. Damit Krötibert da schön tanken kann. So, und wir fangen an mit ein bisschen Stärke. Schön tanken, hat er gesagt. Das sollte gerade also nicht reichen. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Dann machen wir es anders. Ah ja, du, natürlich. Ach, das war dumm von mir. Das war dumm von mir. Das tut mir leid, Krötibert. Natürlich bist du langsamer. Ach, verdammt. Na gut, dann macht Cloudburst die nächste Runde. Ja, okay. Ja, das war nicht dumm. Das war nicht dumm. Das war eher das Gegenteil von dumm. Aber mit einem Volltreffer hast sowohl du als auch ich nicht gerechnet. Simsala, hm? Tja. So muss es. So, Gyarados als nächstes. Da bleibt Cloudburst natürlich auch direkt draußen. Ja, das ist ein bisschen Bedroher. Damit kann ich leben. Wir benutzen nämlich nur einen Donnerblitz. Und dann ist Gyarados auch schon ausgeschaltet. Zumindest würde es mich wundern, wenn es nicht ausgeschaltet wäre. So soll es sein. Dann fehlen nur noch Arcani und Visaflor. Da kommt Arcani. Normalerweise hätte ich wahrscheinlich Krötibert genommen. Aber Lindoqueen ist an der Reihe. So. Ja, ein bisschen Angriff vermindern, das ist in Ordnung, damit kommen wir klar. Ein bisschen Flammenwurf, das ist auch in Ordnung, damit kommen wir auch klar. Das hat genau die Hälfte abgezogen. Genau die Hälfte. Ach du gute Güte. Ach du gute Güte, ja stimmt ja, der Reflektor wirkt ja noch. Ha! Damit, der Reflektor plus die... Ach du gute Güte, ja. Reflektor plus die Angriffsverminderung von Lindoqueen, die sorgen natürlich dafür, dass Lindoqueen trotz sehr effektiven Angriffs hier fast nichts reißen kann. Unschön. Aber hey. Müssen wir leider mit leben. Lindoqueen, hätte ich das gewusst, dass du die Runde überlebst, dann hätte ich dir natürlich
noch die Chance gelassen, einmal Surfer einzusetzen. So ist das jetzt blöd. Man könnte höchstens auf Bailey wechseln. Die fängt dann den Flammenwurf ab, aber das bringt uns alles nichts, weil Bailey hat sonst... Ja, guck mal, es ist nicht mal Flammenwurf. Es kommt was mit Erstschlagsgarantie. Na gut, nicht weiter wild. Da haben wir einen Giftdorn. Wenigstens so konnte Lindoqueen uns noch helfen. Tut mir leid, Lindoqueen, es war ein Versuch wert. Aber was nicht sein soll, soll nicht sein. So, dann kommt jetzt der Surfer. Ah, mit Turbo-Tempo kommen wir klar. Eventuell hätte ich sogar noch mit Regentanz probiert, aber da ich für das nächste Pokémon... Ja, da kommt aber das Gift, Arcani ist weg. Ende, da brauchen wir auch keine Regentanz. Reicht auch so. Da wir für das nächste Pokémon, und ich hoffe so, es kann kein Erdbeben, sonst ist das mit Bailey natürlich gleich hinfällig. Aber... Naja, es hat vor der Pokéliga geklappt, vielleicht klappt es ja auch jetzt in der Pokéliga. Gucken wir doch einfach mal. Ja, sollte Erdbeben kommen, ist Bailey natürlich weg, ne? Das ist ein Wachstum. Okay. Okay, Wachstum. Ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen. Es könnte gerade so reichen, es könnte aber auch gerade so nicht reichen. Ja, gerade so nicht gereicht. Da kommt Sonnentag. Ach! Sonnentag, da möchte also jemand einen Solarstrahl einsetzen und hat sich dafür extra noch geboostet. Ja, gucke, was wir nicht so alles machen. Da kommt jetzt die Top-Genesung. Jetzt hast du dir aber selber ein Ei gelegt, weil Bailey schneller ist und der Flammenwurf durch den Sonnentag jetzt auch nochmal kräftig an Stärke gewinnt. Tja, deine Idee war gut, Gary. Deine Umsetzung ist allerdings ein wenig grenzwertig. Und damit wär's das auch. Mach's gut, Bisaflor. War schön mit dir. Und damit mach's gut, Gary. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sorgfältig aufgezogen. Ach, verdammt. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga, aber ich gönn dir das nicht. Oliver. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Shiggy auf den Weg gemacht hast. Oliver, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast dein Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Oliver, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Folge mir. Ha, bin einfach viel besser als Gary. Herzlichen Glückwunsch, Oliver. Das hier ist die Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Oliver, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Ah, so ein schönes Gefühl. Es erfüllt mein Herz mit Freude, die Pokéliga geschafft zu haben. Und hier sehen wir unser Team. Cloudburst, letztes Mitglied. Lindoqueen Nummer 2. Snaggy die Nummer 3. Goldrange die Nummer 4. Krötibert natürlich die ungeschlagene Nummer 1. Und Bailey die Nummer 5. Willkommen in der Ruhmeshalle, Leute. Alle irgendwelche Gelbtöne. Und natürlich auch dieser komische Typ mit der Mütze. Champ der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Spielzeit, die können wir ja nicht so ganz ernst nehmen, weil ich ja sehr viel zwischendurch trainiert habe, dann auch das Spiel ab und zu mal angelassen habe, mit dem Spulen gearbeitet habe. Das dauert dann natürlich alles ein bisschen länger.
als wenn man eigentlich wirklich aktuell spielen würde. Ich meine, dann hat man mal eine halbe Minute schon verbraucht, einfach nur, weil man zu spät den Finger vom Knopf genommen hat. So, aber die Reise zurück von der Pokerliga nach Alabastia geht los. Die Credits für die Blattgrüne Edition. Und damit haben wir es auch theoretisch schon durchgespielt. Das Hauptgame ist damit beendet. Allerdings haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wie es nun mal so ist, nach der Pokerliga ist vor dem Epilog. Und es ist nicht allzu viel. Es ist dennoch mehr als nach der Smaragd-Edition, was wir noch zu tun haben. Wir werden sicherlich noch einiges an Spaß haben. Legendäre Pokémon hätten wir noch eins, aber das... Naja, sagen wir es mal so. Ich erzähl's euch einfach. Es gibt in der Blattgrün und in der Feuerroten Edition einen der legendären Hunde zu finden. Auch ohne irgendwelche Eventverteidigung oder sonst was. Oder die legendären Katzen oder... Ich weiß nie, was es ist, aber ich glaube, es sind eher legendäre Katzen als legendäre Hunde. Es wird dir der zugeteilt, der zu deinem Starter-Pokémon passt. Ich meine, zu Shiggy gehört Raikou. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, man bekommt das Pokémon zugeordnet, was auf seins sehr effektiv ist. Also wir müssten Raikou bekommen, Glumanda müsste Suicune bekommen und Bisasam müsste Entei bekommen. Aber nagelt mich nicht genau auf die Verteilung drauf fest, das weiß ich nicht. Je nachdem, ich kann es euch auch nicht genau sagen, wann das jetzt spawnt. Auf jeden Fall ist es nach der Pokerliga soweit, wo wir uns jetzt befinden, dass dieses Pokémon dann als fliehendes Pokémon irgendwo rumzischt. Und ja, theoretisch, falls wir es finden sollten, umso besser, ja, weil dann schmeiße ich einfach den Meisterball drauf. Sollten wir es nicht finden, dann ist es so, aber ihr wisst, dass es da ist. Am besten, ich habe es einmal bisher gefangen, als ich Blattgrün gespielt habe, oder habe ich vorher Rot gespielt, aber ist egal, jedenfalls diesen Editionstyp hier. Und da bin ich immer von der Route nördlich von Azuria City und die Route, wo das Cup Azuria drauf liegt, weil man da so eine wunderschöne kleine so einen wunderschönen kleinen Routenübergang zwischen zwei Routen hat, wo dann auch schnell das Gras erreichbar ist. Und da war es dann tatsächlich irgendwie machbar, das Pokémon zu fangen, damals bei mir Entei. Hat damals gut funktioniert. Fürs Let's Play, wie gesagt, werde ich das jetzt nicht machen. Ihr wisst Bescheid. Und das ist das Wichtigste in der Geschichte. Ja, wir bekommen hier gerade die ganze Zeit noch Eindrücke von den Örtchen, die wir so bereist haben. Und ja, ein Ort werdet ihr auf jeden Fall noch kennen, wo wir noch rein müssen. Logischerweise auch in der Nähe von Azuria City, nämlich die Azuria-Höhle. Das wurde uns ja gesagt, dass wir da nur als Champ reinkommen, wenn wir irgendwas Großes geleistet haben. Und der Champ sind wir jetzt. Ironischerweise haben wir noch nichts Großes geleistet. Immer ein bisschen witzlos, aber... ja, da werden wir auf jeden Fall noch reingehen. Und hier ist das offizielle Ende. Allerdings noch nicht von dieser Folge. Wie ihr sehen könnt, sind wir ja erst bei 14 Minuten. Deswegen, wir gehen direkt weiter ins Geschehen. Ich werde die übrigen Folgen auch nicht Epilog nennen oder sowas. So, wir sind da. Hallo, Professor Eich. Ah, Oliver, du bist also zurück. Wie ist es denn um deinen Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Aha, du hast 50 gefangen. Es scheint, als würdest du dich wirklich anstrengen. Wenn du mehr Einträge hast, musst du ihn mir erneut zeigen. Ja, und nu? Was ist nu? Schutz wirkt nicht mehr, oh nein. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig ihn mir. In deinem Pokédex steht 136 Pokémon gesehen, 50 besitzt. Bewertung, ah, du hast nur mehr als 50 Pokémon. Ich habe einem meiner Assistenten einen EP-Teiler gegeben. Hole ihn dir. Ja, könnte man theoretisch machen. In der Praxis müssen wir das aber auch einfach nicht.
Sarah, hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Hi, gutes Timing. Ich war gerade dabei, Tee zu machen. Hättest du auch gerne Tasse? Oh, deine Pokémon sehen ein bisschen mitgenommen aus. Möchtest du, dass ich eins für dich verschönere? Ja. Welches soll ich verschönern? Okay, hier kann man also ein bisschen Zutrauen bekommen. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich wusste es, aber... Gut, in kürzester Zeit wird es hübsch und adrett aussehen. Aber, ja, habe ich irgendwie voll aus dem Kopf verloren. Hier, bitte, schon fertig. Siehst du, es ist nicht jetzt wunderschön? Es ist so ein süßes Pokémon. Ja, Krötibert ist richtig niedlich. Krötibert ist schon richtig hart niedlich. Na gut. Oliver, du solltest eine kurze Pause einlegen. Ja, Mutti. Sehr gut, du und deine Pokémon sind großartig aus. Achtet auf euch. Ja, Mutti. Oh Mann, ach ja, ich habe hier den Detektor ausgewählt. Gut. Wie geht es weiter? Das ist immer die große Frage. Wir packen erstmal Gold Ranch nach vorne. Immerhin hängt der zusammen mit Lindoqueen ja so ein bisschen zurück. Die nicht ganz so viel und lang eingesetzt wurden in der Pokéliga. Ja, hier jedenfalls kann man wunderbar, weil man hier den Übergang zwischen 24 und 25 hat, da kann man wunderbar nach dem legendären Katzen-Pokémon suchen. Müssen wir jetzt nicht machen, werde ich auch nicht tun, wie gesagt, aber für alle, die parallel mit mir spielen und das Vieh eventuell haben wollen. Eine Sache würde ich gerne gucken, und zwar ist das hier in der Arena. Ich meine nämlich, dass man nochmal zu Giovanni hin kann, damit man ihn nochmal anlabern kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob das hier auch so ist oder nur in der... Das war jetzt dumm von mir. Oder ob das nur in der... Ach, der Typ steht da. Naja, gut. Dann war es meine Schuld. Ja, oder ob das nur in der Originaledition so war, bevor es das Remake gab. Ob ich meine einmal quatschen? Ja, da steht er noch. Ich habe meinen Meister gefunden. Meine Taten waren schlecht. Ich löse das Team Rocket auf. Von nun an widme ich mein Leben dem Studium der Pokémon. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Leb wohl. So, ist nicht wirklich wichtig, aber immerhin ist Giovanni jetzt wirklich weg. Da jetzt stellt sich mir die große Frage, aktiviert sich das einfach nur irgendwie? Oder muss ich da zu einer bestimmten... Ich gehe mal zum Kapazuria. Es wundert mich halt, dass ich auch... Ich brauche da nicht mehr Pokémon im Pokédex, oder? Ja, das fände ich jetzt komisch. Ja, der Typ steht immer noch davor. Wie gesagt, früher hat es gereicht, wenn man die Pokéliga geschafft hatte. Dann ging der Typ weg. Wenn ihr das Let's Play zur gelben Edition gesehen habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich. Ja, hier seht ihr Route 25, das Gras da oben. Route 24, das Gras hier unten. Deswegen, das hat wirklich gut geklappt. Ja, ich quatsch mal mit Bill. Vielleicht weiß der ja was. Ansonsten gucken wir gleich mal, wie wir sonst weitermachen können. Ich weiß, was passiert, aber ich weiß nicht, wie ich es triggere. Das ist mein Problem. Schau dir doch einfach mal auf dem PC ein paar meiner seltenen Pokémon an. Danke, Bill. Das hilft mir so sehr. Du bist so hilfreich für mich, alter Kumpel. Na gut, Cloudburst, schwing dich in die Luft. Wir machen uns auf nach Orania. So, wir könnten auch mal nach Island 2 gucken. Wir hatten da ja so ein bisschen Items gekauft bei dem einen Kollegen, der aus Kanto kommt. Hey, du hast den Tripass. Möchtest du an Bord gehen? Jo, klar. Nach Island 2 bitte. Vielleicht hat er ja inzwischen so ein bisschen neue Sachen in seinem Laden. Hey, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für die Rettung von Irma bin. Dank dir haben die Einwohner von Tree Island ihre Meinung über die Menschen aus Kanto geändert. Und ich komme aus Kanto. Die Bewohner von Tree Island haben mir bei der Warenzusammenstellung geholfen. Hyperball gibt's jetzt, okay. Aber nur, weil wir da geholfen haben bei Irma. Ich kaufe mir noch 10 Hyperbälle. Weiß nicht, ob wir die brauchen werden, aber... Jedenfalls haben wir es jetzt. Juti, dann nehmen wir einmal unseren Cloudburst und bewegen uns nach Island 1. Vielleicht können wir es ja hier triggern. Hey Cheerio, alles gut? Hallo, du siehst sehr beschäftigt aus, wie immer. Wie es mir geht, ich modifiziere das Netzwerk. Wenn ich fertig bin, sollst du die erste Person sein, die das Netzwerk benutzt, Oliver. Ja, das ist jetzt nervig.
das ist jetzt wirklich nervig. Wie mache ich das denn dann jetzt? Ich bin dann in der Ruhmeshalle. Ich brauche doch nicht wirklich noch mehr Pokémon, oder? So, das hier kommt erstmal alles wieder weg. Top-Äther. Die normalen Äther, die Elixiere. Das behalte ich. Ich stehe gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich stehe gerade wirklich ein bisschen auf dem Schlauch, wie ich das aktiviere, was ich tun muss. Aber es ist halt... mir fehlt halt auch der nationale Pokédex, den ich eigentlich jetzt so langsamer bekommen sollte. Ich bin ein bisschen überfragt. Aber zur Not gucke ich gleich mal. Und wenn ich noch ein paar Pokémon brauche, dann ist es so, dann hole ich mir die halt. So, ich gehe hier oben mal spaßeshalber hin. Vielleicht muss ich es ja direkt bei denen triggern, aber schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So, vielleicht. Ne, die stehen hier immer noch rum. Hier drüben, wir versuchen hier zu graben. Der Schatz, über den die Vorstände reden, bla 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 bla. Ja, Scheibenkleister. Wie ist es denn dann hier in Island, auf Island 3 mit dem einen Haus, was da steht? Wie ist es da? Das hier, das war doch leer. Hallo Oliver, du bist immer so cool. Ich mache eines Tages auch Mittagessen für dich. Okay, hier wohnt Irma. Tja. Ja gut, das ist ja sinnvoll hier. Scheiße. Ich bin gerade echt am überlegen. Brauche ich mehr Pokémon im Pokédex und muss sie dann Professor Eich zeigen, damit es weitergeht, oder? Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mir jetzt zwar ein bisschen peinlich, dass ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Wie gesagt, ich weiß, dass es weitergeht. Und dass wir noch einiges zum Erkunden haben, aber ich weiß gerade absolut nicht, wie. Professor Eich oder Bill oder Celio sind für mich die logischen Ansprechpartner, aber keiner von denen weiß irgendwas. Giovanni ist weg. Ansonsten kennt sich keiner mit dem Pokédex aus oder sonstiges. Gary ist auch nirgendwo zu sehen. Also, naja. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin, auch wenn wir jetzt nicht so besonders gut weiterkommen, bin ich sehr dankbar, dass ihr hier so fleißig zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin werde ich rausgefunden haben, wie es ausschaut, was wir tun müssen. Bis dahin, Freunde. Ciao. So, ich bin's nochmal. Ich schneide das eben dran. Ich werde ein paar von unseren Pokémon entwickeln müssen. Es ist tatsächlich so, dass man 60 Pokémon gefangen haben muss, damit es weitergeht. Deswegen, ich werde jetzt irgendwie irgendwas entwickeln. Ich hoffe, unsere aktiven Team-Pokémon werden nicht zu stark dabei. Und wir sehen uns dann dennoch in der nächsten Folge wieder. Dann werde ich euch auch zeigen, was ich so entwickelt habe. Aber ja, auf jeden Fall 60 Pokémon gefangen im Pokédex. Das ist das Problem. Dann nochmal, bis morgen hoffentlich. Ciao.